Hallo, na? Freunde, wie ist es? Einen wunderschönen guten Abend nach da draußen, meine kleinen Lieblingsmenschlein. Wie sieht es aus? Bock auf Karaoke? Ich würde sagen, ja. Was macht denn die Tasse hier direkt unter mir? Scorp, einen wunderschönen guten Abend. Hey ho. Hey ho, let's go. Nein, ich habe nichts. Ich habe nichts umgestellt, ich schwöre. Ui. Was ist dies? Dieses Gefühl in der Nase. Ja, oh Gott, ich fühle mich etwas laut heute. Vielleicht flüstere ich heute einfach den ganzen Tag, ich weiß es nicht. Man sollte am Anfang natürlich auch die Musik entsprechend einpegeln, sonst wird das hier nichts. Aber ja, na gut, ich kann es ja verraten. Ich habe vielleicht ein bisschen wieder was hier gemacht. Ich arbeite an Dingen, die ich noch nicht verraten möchte. Aber so viel sei gesagt, ich arbeite an Dingen. Es ändert sich was. Nichts ändert sich heute, so wie der Abend abläuft. Ihr könnt euch natürlich wie immer Songs wünschen, die mir einfach auf die Songliste geht. Zum Beispiel mit Ausrufezeichen Songs oder in den Panels ist alles entsprechend verlinkt und dort könnt ihr euch nach Belieben austoben. Ich hoffe, es geht soweit gut. Ich würde mal behaupten, ja, Stimme.exe ist eigentlich am Start. Gucken mal, wie die Performance ist. Das weiß man ja im Vorfeld immer nicht, ne? Immer schwierig einzuschätzen. Aber ich denke doch, das kriegen wir hin. Ich wollte heute nochmal, ist mir ein Song in den Sinn gekommen. Da wollte ich einfach nochmal reingucken, ob ich da vielleicht heute live was zusammenbaue, wobei ich das nicht so gut kann. Wir gucken einfach mal, aber ich glaube nicht. Oh, und wir könnten theoretisch, ich muss noch einen Song üben. Vielleicht üben wir den heute einfach mal gemeinsam. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich mal ganz kurz mein Twitch-Overlay hier brauche. Das ist in diesem Setup unabdingbar, heißt das so? Unerlässlich? Ich weiß es nicht. Irgendwie so auf jeden Fall. So, das ist echt schön, dass das funktioniert. Gibt's hier... Nee, das ist auf jeden Fall doof. Das kann man machen. Syncing ist eigentlich dafür bekannt. Zoom habe ich mittlerweile auch ein bisschen ins Herz geschlossen. Allerdings wird das mit Sicherheit eine Version sein. Ja, die ist, glaube ich, komplett anders. Oh, die gibt's auch noch mal als neuere Version. Das ist ja witzig. Die gibt's als Duett. Es ist quasi ein Duett. Wir müssten es irgendwie... Na, das wird ja wieder was. Aber ich gucke einfach mal so, wie das Tempo ist. Ich gucke einfach mal rein. Kurz gucken, warum höre ich nichts? Ich müsste jetzt wup, 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 wup hören. Genau, da ist es. Wup, wup, wup. Und, oh, die beiden auch noch. Oh Gott. Sollen wir mal gucken. Ups. Okay. Oh, das wird auf jeden Fall interessant, weil ich den Anfang gar nicht kann erkennen. Beides. Klingt aber noch nicht sehr überzeugend. Oh ja. Okay, ja, cool. Oh, das sagt mir was. Das jetzt eher nicht. Komm, ich spur mal ein bisschen vor. Wo fängt denn das eigentlich an? Ah, hier. Das ist doch, das kenne ich doch. Ich hoffe, das kommt überhaupt alles rüber hier. Ja, doch. Doch, doch. Sound funktioniert. Wir ein bisschen verrückt sein heute. Die Chords liebe ich, ne?
Die gehen ins Ohr. Aber ich denke, ich muss da nochmal eine richtige Version raussuchen. Na, mal gucken. Accepting limits, 'cause someone says they're so. Some things I cannot change, but till I try, I'll never know. Too long I've been afraid of losing love, I guess I've lost. Well, is that love? It comes to too much, too high a cost. I'm soon out by the fire in gravity. Kiss me goodbye, I'm defying gravity. You can't pull me down. Okay. Ja. Von der Tonhöhe kriegen wir das schon mal hin. Das ist schön. Aber die ist sehr, sehr verwirrend. Das ist halt die Musical-Version quasi. Wir können ja nochmal gucken, es gibt hier nochmal die andere, aber die ist als Duett. Die ist als Duett, die kriegen wir glaube ich nicht hin. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts, close my eyes and leap. It's time to try to fight in gravity. I think I'll try to fight in gravity. Kiss me goodbye, I'm defying gravity, and you won't bring me down. Klar, gleichzeitig ist kein Problem. I'm through accepting limits, 'cause someone says they're so. Some things I cannot change, but till I try, I'll never know. Too long I've been afraid of losing life, I guess I've lost. Well, if that's love, it comes at much too high a cost. I'll soon abide. Defying gravity, kiss me goodbye, I'm defying gravity. I think I'll try defying gravity, and you won't bring me down. I'd sooner by defying gravity, kiss me goodbye, I'm defying. Gravity. I think I'll try defying gravity. You won't bring me down. Bring me down. Oh, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie das Ende geht. Aber die können wir auf jeden Fall machen. Das ist die Gleecast-Version. Aber die geht nur 2 Minuten 28. Finde ich natürlich schon wieder ein bisschen schade. Aber die ist komplett als auf Solo ausgelegt eigentlich. Ja, ich wollte es nur mal testen. Ich hatte es gerade im Ohr. Aber ja. Ja, ich muss auf jeden Fall die Zweistimmigkeit trainieren. Ich merke das schon. Boah, zweimal Stimme.exe, ne? Ich glaube, das wird nichts. Da habe ich leider nicht die Fähigkeiten zu. Da müsste ich aufrüsten. Aber eine ganze Ecke. Was ist denn? Sieht heute so zerzaust aus, aber irgendwie. Kann ja gar nicht sein. So, oh Gott. Nothing Else Matters. Das fängt ja wieder richtig gut an. Ich habe ein bisschen das Gefühl, wir hatten auch beim letzten Mal Nothing Else Matters als erstes, ne? Wovon hängt das ab? Das sind doch wieder dieselben Songs wie beim letzten Mal eigentlich, oder?
Naja, gut. Oh Gott, nothing else mehr. Das zerschrotet mir doch schon wieder die Stimme. Ja. Wie wäre es, wenn ich einfach. Ich hau jetzt auch schon mal meine Songs so ein bisschen hier mit rein. Gucken, ob das funktioniert. Ja. Was habe ich denn noch? Ich habe natürlich immer noch nicht geguckt, wie man hier mehrfach Songs hinzufügen kann. Ich weiß auch nicht, ob das geht. Ich glaube nämlich eher nicht. Was haben wir noch für neue Songs? Ich guck mal eben. Ja, Money for Nothing können wir eigentlich nicht machen. Wobei, theoretisch schon, weil das Zoom-Karaoke ist gar nicht so schlecht. Ich möchte natürlich eher darauf verzichten. Und möchte lieber meine eigenen Versionen machen. Aber wenn wir es nicht haben, dann haben wir es nicht. Insofern füge ich das nochmal eben kurz hinzu. Warum ist hier eigentlich keine Musik am Start? Was soll das? Ich hab's doch extra alles programmiert hier. So, how far I'll go, you're welcome. Ja, you're welcome können wir immer noch nicht machen. Ich habe mich nämlich immer noch nicht angesetzt. Das sollte ich vielleicht mal mir so langsam. Ich notiere es mir mal nochmal. Aber ich habe die Replays noch nicht durchgeguckt. Ich habe an anderen Dingen wieder gesessen. Hier, The Final Countdown können wir auf jeden Fall auch machen. Das hatten wir beim letzten Mal ja in der völlig kranken Autotune-Version. Ich versuche es heute mal wirklich ernsthaft. Vielleicht hätte ich das nicht vorher sagen sollen. Weil wenn es dann scheiße klingt, dann kann ich immer noch sagen, ha, it's a prank, bro. Das geht jetzt natürlich schlecht. So, in the shadows, ne? Warum eigentlich nicht kommen? Wir schroten heute richtig weg. Ich hab da irgendwie Bock zu. So. Lucky Strike. Warte mal, das war... ich hab's immer noch in der Warteschlange, glaube ich. Hier, gespeicherte Warteschlange. Da ist es. Und irgendein Witzbold hat sich mal Careless Whisper gewünscht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Das steht hier leider nicht. Oder kann ich das sehen, wann das war? Nee, ne? Das steht hier nicht. Naja, ach so, und ja, komm, wir machen es einfach. Ich muss das üben. Ich möchte das üben. Theoretisch habe ich auch warte mal, wie hieß denn das? KKKK, Caitlin Myers. So, das ist es, ne? Das ist auch sehr schön, da freue ich mich schon richtig drauf, das mal umsetzen zu können. Das wird richtig schön. Ich suche in der Zwischenzeit mal was raus. Wobei, vielleicht zeige ich euch einfach das Original. Aber das klingt auch schon nicht schlecht. Habe ich denn das Original hier so einfach? Ja, doch, warum nicht? Nee, das ist nicht, das ist aber auch schön. Wo ist denn das Ding? Wo ist denn das Original? Wer hat es geklaut? Wer hat das Original geklaut? Never. Ich meine, ich könnte auch den englischen Text drauf singen, ne? Muss ich mir den nur kurz raussuchen. Ach, weißt du was? Nee, komm, wo ist es denn jetzt? Warte, ich such's mal kurz über Winamp. Das ist kein Problem, weil da habe ich das ja mit Sicherheit. Japan. Oh, das ist ja witzig. Okay. Was ist denn das für eine Songbibliothek hier? Warte, Caitlin Myers hieß die, ne? Ach, schade. Mann! Was ist denn das? Wo ist denn hingepackt?
Ist das noch in der Gravity Rush Playlist? Nee, ne? Ich hab's nie in die Playlist mit aufgenommen, richtig. Was ist das hier? Nee, wo, ich brauch mal die kurze Version, weil die lange Version, das ist die hier. Die ist auch nett. Kann man auch mal machen. Wenn wir uns mal wieder nach 70er, 80er Jahre fühlen oder so. Ich weiß nicht, Disco-Zeit? So ein bisschen, ne? Oh, warte, ich kann es ja bei WinApp abspielen, weil dann wird der Songtitel auch angezeigt. Macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn, ne? Ups, aber nicht beide gleichzeitig, das macht keinen Sinn. Ja, es ist quasi Never Gonna Give You Up auf Japanisch. Das wird richtig lustig, weil ich keinerlei Japanisch kann. Aber kein Problem. Und auf das andere habe ich auch irgendwie Bock. Ich suche mal kurz den Songtext raus, dann machen wir zumindest mal den kurzen hier. So, hab's gefunden. Jetzt probieren wir es einfach mal. Auch wieder Work in Progress und dann gehen wir mal rein. Wo haben wir es denn? Da. Da. War's das? Yo, damals. Das Instrumental brauche ich einmal. Ich ziehe es einmal hier einfach rein. So. Dann machen wir den hier. Und dann machen wir... Oh Gott, ich hoffe, das passt alles. Ich hoffe, das funktioniert. So. Ist das korrekt? When a stranger to love, you when a stranger to love, you know the rules and so do I. Okay, offenbar ja. Gott, das kann ja noch schief gehen. Ich mache einfach ganz viel Hall drauf. Mit Hall ist immer alles besser. So, bin ich überhaupt, das passt so. Gut, ja, so könnte das in etwa klingen. Alter, dieses kriege ich auch nie hin, ne? Das Mikrofon nicht zu muten, also es geht ja schlecht, wenn Hall drauf ist. So, na dann, bitteschön. We're no strangers to love. You know the rules, and so do I. A full commitment's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just wanna tell you how I'm feeling. Gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around, desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Know each other for so long. Your heart's been aching, but you're too shy to say it. Inside we both know what's all going on.
We know the game and we're gonna play it. And if you ask me how I'm feeling, don't tell me you're too blind to see. I'm never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you, never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. Ja, 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 ist ja gut. Schrei mich nicht an. Ich will das nicht nochmal haben, danke. Ja, gut, dann können wir das schließen, können wir das auch schließen. Hm, ja, ich finde den Song von der Tonhöhe ein bisschen, weiß ich nicht. Der redet auch immer so komisch, weiß ich ja nicht. Merkt man ja eigentlich gar nicht an, ne? Aber das Video, wo er da singt, das ist ja auch schon 30 Jahre alt oder so, keine Ahnung. Sieht ja mittlerweile auch ganz anders aus. So, wir gehen in die Songliste rein, haben hier die Warteschlange und jetzt gucken wir einfach mal. Nothing Else Matters, Heathens, ja. Ich würde einfach mal Money for Nothing dazwischen quetschen. Quetschi, quetsch. Achso, so. Dann machen wir hier mal wieder die, was fühle ich denn? Ich fühle weiterhin die Stray Playlist. Ach, Midtown. Ach, endlich nach Midtown, das wäre schön. Das würde mich sehr freuen. So. Nothing Else Matters, Money for Nothing, alles klar. Ja, passt. Ah, Nothing Else Matters. Ja, okay, komm. Es ist reingeladen worden, insofern. Ich habe keinerlei Möglichkeit, da rumzukommen. Nothing Else Matters. Vielleicht. Ja, ich werde sie auf jeden Fall tief angehen, sonst zerschrote ich mir wirklich die Stimme. Okay, dann einmal hier rüber. Funktioniert. Oh, das muss ich noch einmal fixen hier. So, oh, wir steigen mit einer 106 ein. Ja. Interessant. So. Und bitte. Musik bitte. Ach ja, und Lucky Strike, wie gesagt, gucke ich mir mal an. So close, no matter how far, it couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. I never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, yeah. And nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view, and nothing else matters. And never cared for what they do, and never cared for what they know.
but I know. So close, no matter how far, it couldn't be much more from the heart. Forever trust in who we are. No, nothing else matters. I never cared for what they do. Never cared for what they know. But I know. Never open myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say. No, nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open mind for a different view. And nothing else matters. And never cared for what they say. And never cared for games they play. I never cared for what they do. I never cared for what they know. And I know. Yeah, yeah, yeah. So close, no matter how far, it couldn't be much more from the heart. Forever trust in who we are. No, nothing else matters. No, nothing else matters. Wie war das? Es wurde sich was aus Vajana gewünscht? Na dann. Naja, ich hab einfach so viel davon. Da kann ich auch nichts machen. Also. Nee, aber how far I go fühle ich heute eher. Vielleicht suchen wir uns da mal wieder die schöne Akustik-Version raus. Müssen wir nachher nur nochmal eruieren, ob wir das in Deutsch oder in Englisch machen. Das war auf jeden Fall Nothing Else Matters. Und, ja, wenn alles egal ist, dann können wir auch Geld für nix rausschmeißen. Einfach so aus dem Fenster.
gerade in den heutigen Zeiten, macht das richtig Sinn. Komm Leute, dreht die Heizung auf 5, mach das Fenster auf und morgen erstmal zur Tanke. Nee, also nachher, nee, das macht keinen Sinn. Morgen früh um 8 schön zur Tanke. Ich weiß nicht, wann die Spritpreise immer am teuersten sind, aber irgendwie so. Schön zu Aral. Money for nothing. Okay. Achso, stimmt. Das habe ich ja als. Okay, ja, ja, ja. Da haben wir wieder eine. Das haben wir nur als Karaoke. Mal gucken. Money for nothing. Und zwar Zoom. Die hätte ich gerne, weil die war eigentlich gar nicht so schlecht. Die war ganz gut gewesen. Die hatte nämlich geile Background-Vocals drin. Und ich mag ja Background-Vocals. Insofern, let's go. Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now, that ain't working, that's the way you do it. Let me tell ya, them guys ain't dumb. Maybe got a blister on your little finger. Maybe got a blister on your thumb. We gotta install microwave ovens, custom kitchen lever ever as. We got to move these refrigerators, we gotta move these color TVs. Ooh, a mover. To move these refrigerators, we gotta move these color TVs. Look at them, yeah. I should've learned to play the guitar. I should've learned to play them drums. Look at that, mama, she got it. Stick it in the camera, man. Oh, we could have some fun. And he's up there. What's that? Who are your noises? He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. Yeah, that's the way you do it. Get the money for nothing and the chicks for free. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliver ever as. We got to move these refrigerators, we gotta move these color TVs. Listen here now, that ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. Now, that ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing, kid, yeah. And your chicks for free. Get what's your that? Money for nothing and the chicks for free. Look at that, yeah. Money for nothing and your chicks for free. Get your money for nothing, yeah, and your chicks for free.
Schön. Ja, von Chris-Song. Uiuiui, ja, das ist immer so ein bisschen mit dem Timing. Also bis ich das Timing da, ich habe den ja auch schon ein bisschen länger in der Sammlung, ne? Also ich habe den schon mal vor einigen Jahren mir schon mal rausgesucht. Dateien sind natürlich verschwunden, wie man das halt so kennt. Aber das Timing natürlich, das geht eigentlich immer noch voll klar. Ist natürlich bei dem Song echt schwierig, das erstmal raufzukriegen. Das ist mehr so ein, das ist sehr viel nach Gefühl. Ja, das ist nicht so ein Song, ich merke das auch vor allen Dingen, weil die bei dieser Version die Texteinblendungen kommen sehr früh, was eigentlich ganz gut ist, aber so richtig aufs Timing hat das nicht gepasst. Da muss man immer ein bisschen selber dann gucken. Das ist halt auch so ein bisschen der Nachteil an diesen Versionen, ne? Dass, das Video muss halt gut sein. Da gibt es solche, die dann einfach den Text erst dann einblenden, wenn er wirklich im Lied auch kommt. Und das ist dann zu spät, weil du musst ja vorher ein bisschen den Text einmal haben, ne? Weil sonst ist das wirklich nur für Leute, die den in- und auswendig kennen. Und das so krass ist es bei mir jetzt meistens nicht der Fall. Und auch wenn, du brauchst immer ein bisschen, ne, ein bisschen Text. Ist nie verkehrt. So ein paar Stichwörter. Gut, das war auf jeden Fall Money for Nothing. Und wir machen weiter mit solchen rockigen Songs. Stimmt, macht total Sinn, weil es ja, wir haben ja hier die First to 11 Full Band Rock-Cover-Version, um die mal auszuschreiben. Kann ich nur empfehlen. First to 11, wunderschöne Band. Auf YouTube einfach mal abchecken. Und die haben richtig viele Covers. Die haben halt, wie gesagt, immer solche Rock-Covers. Und das Ding knallt richtig. Deswegen mag ich das so gern. So. Also, Heathens. Kein Problem. Wenn ich das Ding wäre es mal nach Namen sortiert hier. Heathens. Wo ist es denn? Da. Ich habe es einfach übersehen. Menschenskinners. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day stacked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You're loving on the psychopath sitting next to you. You're loving on the murderer sitting next to you. You'll think, how did I get here sitting next to you? But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. We don't deal with outsiders when we rail. They say newcomers have a certain smell. You have trash disuse not to mention. They say they can smell your intentions. You're loving on the freak show sitting next to you. You'll have some weird people sitting next to you. You'll think, how did I get here sitting next to you? But after all I've said, please don't forget. My friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Wait for them to ask you who you know.
come, you knew you should have stayed. I tried to warn you just to stay away. And now they're outside ready to bust. It looks like you might be one of us. So, das war das. Jan van der Grüßen, die von der, was, von der Grüßen? Wen soll ich grüßen? Warum ist dann eigentlich, warum funktioniert das Ding denn hier eigentlich nicht? Doch da, nee, 54, das ist ja ein bisschen, Der kann ja auch nicht entscheiden, ne? 49, 48, okay, ich bin offensichtlich ordentlich untertaktet, nee, kann ja nicht sein. Na gut. Das funktioniert wieder super. Ist ja auch egal. Hauptsache, alles andere funktioniert, der Sound stimmt. Ich muss echt mal dran denken, auch im Nachhinein, die VODs auf öffentlich zu stellen. Die werden ja automatisch von Twitch immer auf unveröffentlicht gesetzt, weil wegen ich habe Songs erkannt. Da siehst du mal, wie gut wir sind. Wenn Twitch schon denkt, oh, das muss das Original sein. Oder vielleicht liegt es daran, dass wir größtenteils originale Instrumentals benutzen. Naja. Eines Tages irgendwann. Wenn ich es mir leisten kann, dann vielleicht irgendwann. Wobei man eigentlich, also theoretisch findest du ja auf YouTube auch sehr viele Instrumental Remakes, die du eigentlich benutzen kannst, ne? Da musst du nur noch gucken, weil theoretisch die Melodie ein Copyright drauf hat. Aber ich meine, das ist jetzt auch nicht so wild. Also, das ist echt so ein Geben und so ein Nehmen, weißt du? Und YouTube ist da ja mittlerweile auch nicht mehr so. Und wir haben ja noch viel, viel anderen Content, wo wir mal irgendwie. Aber bis das soweit ist, man braucht ja auf YouTube 1000 Abonnenten, also Freunde, followt rein. Ich habe heute übrigens noch gar nicht so häufig gesagt, also zum einen hier die Socials und so. Ich habe aber heute noch gar nicht gesagt, hier, noch gar nicht so häufig gesagt, ne, Ausrufezeichen Songs in den Chat, da kommt ihr zur Songliste. Und ich sehe auch die ganze Zeit unten, ne, dieses 49 Bewohner da unten, also 49 Follower auf Twitch, das lächelt mich die ganze Zeit so an und denkt so, Brudi, ja, das hab ich im Auge. Ich hab es im Auge. Naja, gucken wir mal. Dann müssen natürlich noch die anderen Zahlen stimmen, aber ich habe da ein gutes Gefühl. Ja, 2023 ist hier endlich, ja, da klopfe ich bei Twitch oben an und sage, ey Twitch, was los? Die Leute wollen Emotes haben. Nicht Elon. Oh Gott, bitte nicht. Ist ja eigentlich Jeff, ne? Ich müsste ja Jeff. Jeff, mein Name ist Jeff. Jeff! Wo Emotes? Ja? Wo Kanalpunkte? Gib her. Müsste man eigentlich sagen. Naja. Bis dahin mache ich den ganzen Quatsch hier einfach solo. Mit euch zusammen. Wenn ihr mögt. Oh, wo ist denn so schön? Rooftops. Mm. Ach, Stray. Merkt man gar nicht, dass ich das Spiel liebe, ne? Gar nicht. Überhaupt nicht. Aber es ist schön. Es ist wirklich schön. Vielleicht gehen wir es nochmal an. Aber es wird nie sein wie beim ersten Mal. Aber Stray 2, wir werden dabei sein. Das verspreche ich. Gebe ich jetzt Brief und Siegel, oder wie heißt das? E-Mail und Signatur gebe ich dir drauf. Ja, dass wir Stray 2 gemeinsam hier auf dem Channel zocken. Guti, aber bis dahin. Oh, Moment, Anruf? Hä? Alles klar. Ja, alles klar. Frau Lovato hat angerufen. Sie ist soweit. Also dann, let's go. Let's go, Ghostbusters. Let's go. Let's go! Ghostbusters haben wir auch. Können wir theoretisch auch machen. Haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht, ne?
Ist auch so ein Song, der geht eigentlich immer. Vor allem, weil der Text so super einfach ist. It's solo, solo, everybody. It's solo, everybody. It's solo, solo, everybody. I never meant to leave you hurting. I never meant to do the worst thing. Not to you. Cause every time I read your message, I wish I wasn't one of your exes. Now I'm the fool. Since you've been gone, I've been dancing on my own. There's girls up in my zone, but they can't turn me on. Cause baby, you're the only one I'm coming for. I can take no more, no more, no more. Oh, oh, oh. I wanna poop, 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 but I'm broken hearted. Cry, 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 but I like to party. Touch, 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 but I got nobody here on my own. I wanna poop, 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 but I'm broken hearted. Cry, 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 since the day we parted. Touch, 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 but I got nobody, so I do it solo. I do it so low. I do it so low. Every single night I lose it. I can't even hear the music without you. Ah, yeah, yeah, yeah. Try to stop myself from calling, but I really wanna know if you're with someone new. Since you've been gone, I've been dancing on my own. There's girls up in my zone, but they can't turn me on. Cause baby, you're the only one I'm coming for. I can't take no more, no more, no more. Wow, wow, wow. I wanna poop, 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 but I'm broken hearted. Cry, 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 but I like to party. Touch, 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 but I got nobody here on my own. I wanna poop, 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 but I'm broken hearted. Cry, 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 since the day we parted. Touch, 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 but I got nobody, so I do it so love. I do it so low. I do it so low. I do it so alone. I do it so alone. So I do it so low. Shots fired. Ach, Freunde, wünscht euch was. Wir spielen das. Und zwar die ganze Nacht lang. Man könnte quasi sagen, es wird eine endlose Nacht. Ja doch, warum nicht? Wir haben noch ordentlich was für uns. Ich denke immer um 20 Uhr, oh Gott, das kriege ich doch nie, die Liste kriege ich doch nie abgearbeitet. Beziehungsweise ich denke am Anfang immer, oh, liest du mal ordentlich viele Songs rein. Dann irgendwie, dann verquatschen wir uns irgendwie. Oder dann kommt doch nochmal hier was rein und da was rein. Und dann irgendwie so ist es denn halb und ich habe immer noch 11 Songs auf der Liste. Und ich denke so, oh Gott, das kriegst du ja niemals hin. Ja, ja, so ist das. So, pass mal auf, ich schmeiß mal nach Endless Night einen passenden Song rein, und zwar Terra Titanic, der ja auch wieder so sehr viel, sehr hallig ist. Geht auf jeden Fall in die Richtung, finde ich.
So, Kunden. Kunden, die Endless Night hörten, hörten auch Terra Titanic. Was ist eigentlich mit dem, also 106, kannst du dich mal entscheiden oder ist das verkehrt? 116? Oh, vielleicht, weil ich's minimiert habe. Das mag er nämlich nicht so gerne, wenn man hier Dinge minimiert. Ich werde jetzt einfach versuchen, nicht zu atmen. Wobei, das ist der Frequenz, glaube ich, egal, ne? Kann das sein? Nee. Jetzt, zack, ist er tot. Piep. Wie sagt man, Flatline? Ah, jetzt wieder, okay. Oh, puh. Nummer 5 lebt. So. War das Nummer 5? Ich weiß es nicht. Wow. Oh, müsste man eigentlich auch mal wieder gucken, ne? Endless Night. So, was machen wir denn? Machen wir das Deutsch oder Englisch? Habe ich den auch auf Deutsch? Habe ich nämlich nicht. Hahaha. Das heißt, ich kann es mir aussuchen. Nee. Hä? Wo bin ich denn? Ach, ich habe immer noch New. Den Tag New drin. Habe ich doch. Okay, gut. Er wollte explizit das Englische haben. Dann kriegt er das. Ist eigentlich auch Wurst. Oh. Diving into Deep. Schön. Where has the starlight gone? Dark is the day. How can I find my way home? Home is an empty dream, lost to the night. Father, I feel so alone. You promised you'd be there whenever I needed you, whenever I call your name. You're not anywhere. I'm trying to hold on, just waiting to hear your voice. One word, just a word will do to end this nightmare. When will the dawn and break? Oh, endless night. Sleep. Dream of the day when you were by my side, guiding my path. Father, I can't find the way. You promised you'd be. Whenever I call your name, you're not anywhere. I'm trying to hold on, just waiting to hear your voice. One word, just a word will do to end this nightmare. I know that the night must end, and that the sun will rise, and that the sun will rise. I know that the clouds must clear, and that the sun will shine. Clouds must clear.
träume ja ein bisschen davon, das Ende mal ohne Kopfstimme hinzubekommen. Aber ich glaube, da fliegen euch die Ohren weg. Auf die Gefahr hin, dass gleich der Stream komplett leer ist. Probier es einfach mal. Yep. I know that the night must end and that the clouds must clear. Oh, the sun will rise. The sun will rise. Ja? Oh, ich könnte das, wenn ich das ein paar Mal übe, könnte ich das so machen. Das geht dann in die, so ein bisschen bei So Cold, die Stimme. Wo wär's her? Ja, weißt du, dieses, fast schon schreiende. Das muss ich noch freischalten. Bling, Achievement unlocked. Okay. Gut, ist theoretisch machbar. Aber danach ist vermutlich die Stimme einfach kaputt. Puh. So, das war... Ups, hallo. Ich möchte bitte mal den Filter wieder aus oder an oder an oder aus. Ihr wisst ja, großes Wohnzimmer. So, Terra Titanic. Und weißt du was? Ja? Weißt du, was die Titanic macht? Oder was sie gemacht hat? Sie ist sehr tief abgetaucht. Unfreiwillig. Aber sie hat es geschafft, sie hat es gemacht. Insofern gehen wir da doch gleich einfach mal rein. Ich gucke nochmal ganz kurz in die Bot-Befehle. Das muss doch irgendwie machbar sein. Commands. Okay. Post Link of Command List in Chat. Ich mache das einfach mal. Aber wobei, ich glaube, Ausrufezeichen Commands ist nicht nur für den... Jetzt kommen hier, glaube ich, gleich beide Commands. Mal gucken. Song des Commands located. Ach so. Da kann ich auch draufklicken. Ja. Das Niveau auf der Titanic ist ganz tief gesunken. Ja. Nicht nur das. Was ich da so krass an dem Song finde, Terra Titanic, ist, ich habe das halt mir letztens mal wieder angehört, die haben ja damals SOS rausgefunkt und auch noch irgendwie QCQ oder QCD oder irgendwie so, ja, also weil SOS, aber wie war denn das, da gab es irgendwie so eine ganz krasse Story, ich glaube, die haben sogar das erste Mal SOS gefunkt, weil man hat sich erst kurz vorher geeinigt, es gab so verschiedene Funksprüche oder man hatte das wohl nicht, man hatte das wohl nicht überall auf der Welt gleich. Das heißt, wenn so ein Funkspruch reinkam, wusstest du gar nicht wirklich, was ist das, QCD oder was? Und ich meine, gehört zu haben, die hätten das erste Mal SOS auch gefunkt. Und hätten sie es nicht gemacht, dann wären noch weniger Schiffe gekommen, weil das noch weniger mitbekommen hätten irgendwie. Aber das ist schon irgendwie cool. Aber das kann man sich anhören. Ich weiß nicht, wie... Aber man kann sich diesen, na gut, kann man ja alles replizieren. Aber das kann man machen. So, Current Song haben wir noch. Has Song. Song in List. Check. Okay. Ausrufezeichen Has Song. Ich gebe einfach mal Titanic ein. Titanic. Gucken, was er da sagt. Yes, Terra Titanic is on the song. Achso, okay. Also man kann theoretisch auch nach Stichwörtern suchen, aber da macht ja wenig Sinn, dann kann man es auch gleich hinzufügen. Has Song. Last played. Song last played time. Das ist okay. Last played. You must specify a song. Achso. Können wir eigentlich auch Titanic machen, aber können wir einfach mal last played Titanic. Ich mag das total gerne, dieses System, wie das funktioniert. Ah, haben wir vor 3 Tagen. Ja, das erste Mal habe ich den da. Die World Premiere hatten wir da quasi so. Live Learn, das ist klar. Quest, Live Learn Song. My Cue displays My Cued Songs. Mhm. Show Next Song, das können wir auch machen. Play Today. Previous Song. Cue List, gut, das ist QL. Das geht auch. Random Song, ist klar. Set Request. Set Request Status, Mod Only.
Okay, was kann ich denn da machen? Set Requests. Set Requests. Mal gucken, was er mir anbietet. To use type set request on. Ach so, okay, damit kann ich die Liste an- und ausschalten, okay. Ja, gut, wir haben die ja standardmäßig immer an. Ich mach die ja nie zu. Song Details. Show Song Details. Okay. Ausrufezeichen SD Titanic. Wir lernen ja gerade echt dazu. Details. Not available. Ah, okay. Gibt keine Details. Ich habe nichts da reingeschrieben. Man kann nämlich auch den Text mit reinschreiben. Das heißt, ich kann mir theoretisch hier direkt den Text anzeigen, etc. pp. Kann ich alles machen. Und ihr könnt euch den auch angucken, den Songtext dann. Ich glaube, das kann man machen. So, Songlist haben wir noch. Songlist-Link, das ist klar. Song-Cue. Song-Cue-List. Okay, da kommt er zur Dingsbums, hier zur Ansicht. Ach ja, er wieder. Genau, den aktuellen Streamplan, den gibt's auch noch. Song-Cue-List. Song-Request, Request a Song, das ist SR, SQ, ist klar, Q und WS ist Wrong Song. Okay. Gut, ja. Und den Rest muss ich mal gucken, was man da noch so machen kann. Gut, wo ist die Warteschlange? Da. Was haben wir denn da Schönes? Ah ja, Terra Titanic und Diving into Deep. Gut. Dann würde ich sagen, diven wir mal rein. Habe ich den hier noch nicht vorne, ne? Terra. Ach doch, den habe ich schon live komplett. Okay. Ah ja, Stimmt, weil der hat keine Background Vocals. Der ist komplett ohne. Habe ich selten solche Songs. How Far I'll Go ist noch so ein Song. Der hat keinerlei Background Vocals. Also zumindest das Original. Puh, na dann, Da, bitteschön. Okay, Freunde. Es ist 1912. Ihr seid auf dem größten Passagierschiff auf seiner Jungfernfahrt. Und ihr könnt euch aussuchen, ob ihr Leo oder wie hieß sie? Kate seid. Oder beide. Ist mir Wurst. Ihr steht auf jeden Fall vorne. Oh, ich hab da eine Idee. Ich hab da eine ganz verrückte Idee gerade. Vielleicht machen wir die gleich noch. Mal gucken. Jetzt hoffe ich nur, dass... Ah, es funktioniert. Der Eisberg, ja. Der war auch schön. Um den geht's hier so ein bisschen. Das Radar hat's vorausgesehen. Das Echolot hat gewarnt. Souverän füllt der Kapitän das Whiskyglas in der Hand bis zum Rand. Auf dem Sonnendeck ist der Eisberg zu sehen, majestätisch bedrohlich und unheimlich schön. Man spürt die Gefahr, doch man kann sie nicht sehen. Terra Titanic verloren im Meer. SOS kommt nie an. Bäumt sich stöhnend auf, die Tänzerin bleibt zurück. Explosion im Maschinenraum, das letzte Boot hatte Glück. Hatte Glück. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff, doch der Captain im Smoking beachtet
achtet sie nicht, mit dem Glas in der Hand und die Flut löscht das Licht. Terra-Tita. Echo-Sample dafür angelegt, aber offenbar, also... Das hier war es ja offenbar nicht. Und das hier war es auch nicht. Weil die Titanic ja nicht... das ist ja kein Autoscooter, das ist ja nicht... neue Runde, neues Glück, Freunde alle in die Boote! Wer zu... Was? Wer zu spät kommt, verpasst das Beste! Irgendwie so, keine Ahnung, das macht überhaupt keinen Sinn. Was ist das hier eigentlich? Was ist das? Hallo? Okay, nee, das ist Robot, das ist hier. Können natürlich auch. Terra Titanic, verlorene Meer. Wir machen einfach eine. Wie heißt der? Nee, wer nutzt so viel Autotune? Ist das hier Capital Bra? Ich hab keine Ahnung. Ich höre sowas nicht. Diese jungen Leute mit ihrem. Autotune. Was tun die? Die verhunzen unsere Songs. Puh, warum ist denn das eigentlich so warm hier drin? Tja, was machen wir, wenn uns warm ist? Ab in die Tiefsee. Wobei, bei Below Zero war das ja andersrum. Wo dieser Song ja ursprünglich herkommt, da ist ja an Land ganz eisig. Oh, Mann, ey. Ich hätte so Bock, wieder rein zu gehen, ne? Aber, naja, was soll's. Wir haben's durch. Da kann man nicht mehr viel rausholen. Schade, schade, schade. Wobei jetzt mit dem neuen Update für Subnautica 1. Es wäre natürlich cool, ne? Ich habe letztens das Video mit dem Atlas gesehen. Das Ding ist leider nicht funktionstüchtig, dieses Riesen-U-Boot. Das sieht von drin aus. Ugh. Wobei, beziehungsweise man findet die Mod dafür gar nicht mehr. So richtig. Und was es nicht auf Nexus-Mods gibt, das ist eigentlich auch nicht. Ne? Nexus-Mod und Mod-DB, das sind so die beiden Dinger. Da habe ich auch für Frostpunk reingeguckt. Für Frostpunk gibt es auch keine Mods, weil die Entwickler das nicht angestellt haben. Die haben das nicht, die lassen das nicht zu, beziehungsweise die sagen, das ist zu kompliziert einzubauen. Das ist natürlich immer ein bisschen schade bei sowas. Dann kommt da aus der Community natürlich auch nicht allzu viel. Das kriegt man bei GTA 5 immer ein bisschen mit, ne? Weil mittlerweile hat sich das, glaube ich, geändert. Oder ich weiß es nicht, wie Rockstar auf jeden Fall damals als GTA 5 rauskam und die Modding-Community angefangen hatte, hat Rockstar ja gesagt so, wollen wir aber nicht. Ja, und wie gesagt, meiner Meinung nach ist es immer noch so, dass Mods ein Spiel am Laufen halten.
Ne? Wie viele Mods ist für, ich habe jetzt wegen, hier, was zocken wir aktuell? Star Wars, Jedi Knight, Mysteries of the Sith, das gibt's wohl offenbar als Remastered auch nochmal für Jedi Knight 3 als Mod. Ja, da explodiert mir der Kopf, um das mal so zu sagen. Ich glaube, so sagt man das. Das ist doch einfach nur geil. So, wo sind denn die Nerds hier? Da. Gehen wir mal hin da. Diving in too deep. Diving in too deep. Waves crash with anxiety, another sleepless night. A long way from society, lucky I'm alive. Yeah, I know I'm far from home, but I'll survive. I'm jumping right in to the death. Just hold my breath, not going without a fight. I'm diving in too deep, an ocean in my hair. It's getting hard to see. I might be lost, but I'm gonna find who I am. I'm diving in too deep. Don't have a master plan. It's getting hard to breathe. I might be lost, but I'm gonna find who I am. I'm diving in too deep. Diving in too deep, a ship wrecked in a foreign land, no one left above. I build a life with my own two hands, I'm not giving up. Yeah, I know I'm far from home, but I'll survive. I'm jumping right in to the depths, just hold my breath, not going without a fight, yeah. I'm diving in too deep, an ocean in my hands. It's getting hard to see. I might be lost, but I'm gonna find who I am. I'm diving in too deep. Don't have a master plan. It's getting hard to breathe. I might be lost, but I'm gonna find who I am. I'm diving in too deep. I'm diving in too deep. Yeah, I know I'm far from home, but I'll survive. I'm jumping right in to the depths, just hold my breath, not going without a fight. I'm diving in too deep, an ocean in my hands. It's getting hard to see. I might be lost, but I'm gonna find who I am. I'm diving in too deep. Don't have a master plan. It's getting hard to breathe. I might be lost, but I'm gonna find who I am. I'm diving in too deep. Uiuiuiui. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Verzeichnen die Uhr. Guck mal, siehst du? Wir haben jetzt noch 9 Songs auf der Liste. Ich werde auf jeden Fall den mal rausnehmen. Oh, State of the Art hatten wir letztes Mal auch schon, ne? Der fliegt auch mal raus. Hero, Final Counter in the End. Okay, ich muss noch mal ein bisschen schieben hier. Weil wir machen das jetzt einfach so. Ich pack vorher noch mal einen anderen Song rein. Denn, ich sagte ja eben. Und bevor es ganz außer Kontrolle gerät. So, jetzt muss ich noch einmal kurz gucken. Warum? Ach, Chrome nervt mich aber auch echt an, ne? Ganz ehrlich, ich habe das Ding hier schon zigmal geöffnet. Und trotzdem
zeigt das mir einfach nicht an. Das kann doch nicht wahr sein. Auch mit diesem Account, oder nicht? So, wenn ich jetzt noch wüsste, ich glaube auch wieder von Sinking war es, ne? Ja, ich guck mal. Ich schaue einfach mal. Oh, Take Our Survey, win an iPad. Ja, von 2016. Okay, ich will mal eben schnell ein iPad gewinnen. Gar kein Problem. iPad. Ach ja. So, wie sieht's aus? Ja, wir sind wieder unter 27 Grad. Das heißt theoretisch, aber... Was haben wir denn noch auf der Liste? Lalalalalala. Boah, interessant, interessant. Freunde, wenn ihr euch Songs wünschen möchtet, geht auf die Songliste. Noch ist es theoretisch möglich. Oder auch andere Dinge sind hier machbar. Schauen wir einfach mal. So. Oh Gott. Wobei, ich habe ihn ja schon mal gemacht, aber ich weiß immer nicht. Hoch, tief, ich glaube, wir. Ach ja, stimmt, wir probieren den Tief auf jeden Fall. Was knistert denn hier so? Ah, es ist die Musik. Ich bin's nicht. Es liegt nicht an mir. Mein Audio-Setup ist beste. Beste, wogegen tut. So. Ah, Town Square. Schön, schön, schön. Oh, was ist das denn hier für ein Song? Schauen wir doch einfach mal. Stellt euch vor, ihr steht, wie gesagt, ne, Leo und Kate, ihr steht vorne. Und so viel gebe ich zum Setting jetzt einfach mal vor. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. More, you open a door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Love can touch us one time and last for a lifetime. If I let go till we're gone, love was when I loved you. One true time I hold to. In my life will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open a door, and you're here in my heart, and
my heart will go on and on. Okay, gleich wird's lustig. Stimmt, ich hatte das mal ausprobiert, ne? Aber das, ich glaube, das geht nicht. Aber irgendwie, komm. Komm, ich zerschrote jetzt alles. The Stream. Gleich schmiert er ab. Ich sag dir das. Twitch-Bann direkt. Also die hohen Stimmen, die kann ich nicht freischalten. Das ist zu viel, das geht nicht. Aber das darf man bei dem Song eigentlich auch gar nicht. Entweder der muss komplett krumm und schief sein. Oder du musst versuchen, den halbwegs ordentlich zu singen. Und bei uns war natürlich Ersteres. Ist doch klar. Ich weiß gar nicht. Das ist ja, glaube ich, der letzte Stream vom großen Fressfest, ne? Ja. Samstag wird's vermutlich gar nicht. Glaube ich, vielleicht spontan abends nochmal irgendwie eine Runde. Aber, ich habe ja gesagt, Samstag, ist jetzt quasi der nächste Karaoke-Slot. Dann kommt ein bisschen DJ-Musik und Sonntag ist jetzt TCG. Aus Gründen. Ich habe das einfach beides getauscht. Aber es ist eigentlich der letzte. Eigentlich ist es der letzte, ne? Oh Gott, eigentlich, ich sehe mich da eigentlich gar nicht so. Ich kann mit diesem Weihnachten ja eigentlich nichts anfangen. Das ist ein reines Fressgelage hier. Wir gucken mal ganz kurz gerade. Aber ich glaube, ich weiß es nicht. Ich weiß aber, ihr wollt es eigentlich. Vielleicht wollt ihr es auch nicht. Es ist mir aber ehrlich gesagt egal. Ich probier's einmal aus und danach nie wieder. Das wird quasi der verbotene Stream. Ich muss mich aber ganz kurz nochmal umziehen. Moment, so. Ich fühle mich so, als hätte ich Abitur. Oder als hätte ich studiert. Ich hab das Leben studiert.
So sieht es nämlich aus. Also, wir gucken mal hier eben ganz kurz rein. Ist ein ganz unbekannter Song, den kennt ihr alle gar nicht. Von irgendeiner kleinen Band, WAM heißen sie, glaube ich. Guck gerade mal. Oh Gott, die singen auch so hoch, ne? Shit. Ich guck mal gerade, aber ich glaube, gibt's hier... Die ist nicht schlecht, das Einzige, was mich an dem Video stört, ist, es fallen Schneeflocken und Geschenke runter. Ich kann den Text kaum lesen. Oh Gott, ja natürlich, da sind die Dinger. Das ist ein Weihnachtssong, das hört man sofort. Okay, alles klar. Ich nehme mal hier die Zoom. Vielleicht ist die ja mit Hintergrunddingern. Oh boah, die klingt aber echt. Boah, die klingt aber echt grausam. Uiuiuiui. Aber gut, die hat. Ah, die hat Background Vocals, ne? Ach shit. Was mache ich denn jetzt? Aber die klingt nicht so toll. Die andere knallt. Sinking, wie gesagt, nach wie vor beste eigentlich, was das angeht. Ach, na gut. Ausnahmsweise. Wie gesagt, das wird nachher rausgeschnitten. Ich schwöre. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Was soll das? This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Ich kann den Text überhaupt nicht, aber egal. Und die Tonhöhe gefällt mir auch nicht. Egal. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. I wrapped it up and sent it with a note saying, I love you, I meant it. Oh, now I know what a fool I've been. But if you kiss me now, I know the fool you fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special, special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. Tears, I gave it to someone special. To cry on, face on a lover with a fire in his heart, a man on a cover, but you tore me apart. Ooh, now I find a real love, you'll never fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away.
yeah. To save me from tears, I gave it to someone special, special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save it from tears, I'll give it to someone special. Based on a lover with a fire in his heart, a man and a cover, but you tore him apart. Maybe next year, I give it to someone, I'll give it to someone special, special, someone special. So, Daumen runter. Dankeschön. Ihr könnt auch nicht den Song dann... Der Text ist auch wieder nur aufgeploppt, als er kam. Ich hab doch keine Ahnung. Das könnt ihr doch mit mir nicht machen. Boah, hätte ich doch mal das Zoom-Ding genommen. Egal. Ja, ich weiß schon, warum. Warum ich den überhaupt nicht abkann. Der ist einfach verdammt nervig. Da machen wir lieber was anderes. Wie wär's mit etwas, was eher zum Ende des Jahres passt? Nämlich den hier. Und siehst du, guck mal. Jetzt haben wir hier wieder, jetzt haben wir immer noch sieben Songs auf der Liste sogar. Und wir haben das Viertel vor und ich überziehe vermutlich schon wieder. Na, schauen wir mal. Wobei, jetzt kann ich mir natürlich aussuchen, was ich haben möchte. Und ich würde mal sagen, Empire State of Mind lösche ich mal raus. Homer is Perfect würde ich auch auslöschen, oder? Wobei eigentlich, ich weiß nicht. Warum mache ich eigentlich In the Shadows und In the End wieder am Ende? Nee, pass auf, ich mache C64 am Ende. Wir schrauben jetzt gleich eine Runde In the End. Dann machen wir In the Shadows. Dann haben wir nämlich schön die Stimme zerschrotet und dann können wir hier die Easy-Sachen machen, wie Hero zum Beispiel. Der ist ja wirklich echt einfach. Oh, direkt Bock. It's the final countdown. Den habe ich allerdings hier hinten, weil er noch ohne Background Vocals ist, beziehungsweise nur im Dingenskirchens. Oh, es war The Gambler. Hier, den hatte ich letztens. Der ist mir nicht eingefallen. On a warm summer's eve, on a train bound for nowhere, I met up with The Gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring. Ach, schön. At the window, at the dark. Wer Supernatural geguckt hat, der kriegt jetzt Gefühle. Hoffe ich doch. And he began to speak. He said, son, I made a life. Aber den habe ich leider nicht fertig. Ich habe ja auch keine Führung drin. Aber das ist so, die Stimme, die haben wir so nach einem richtig harten Arbeitstag, würde ich fast sagen. Hier nach einem Karaoke-Tag. Ja, bla 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 bla. Ich suche schon mal den nächsten Song raus. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. So, hab ihn gefunden. Da ist er. Oh, warte, eigentlich müsste ich da nochmal den Charakter für wechseln. Moment. Ich mach's mal eben nebenbei. Ups.
Oh, ich sehe gerade, ich habe auch hier die falsche drin. Moment, das wäre jetzt blöd gekommen. Denkt euch einfach, wir sind soweit, warte. Habt ihr noch gemacht? Ich weiß das doch hier. Weil das ist nämlich das Original. Das macht keinen Sinn. Also, bla bla bla. Together, but still it's farewell, and maybe we'll come back to Earth. Who can tell? I guess there is no one to blame. We're living round. Will things ever be the same again? Darf den eigentlich nicht hoch machen. Oh, we're heading for Venus. And still we stand tall. Cause maybe they've seen us. And welcome us all, yeah. With so many light years to go. And things to be found. I'm sure that we are. The final countdown. The final countdown. Oh. Countdown. Oh, it's the final countdown. We're living together. The final countdown. We're all missing so. It's the final countdown. Oh.
the final countdown. Yeah. Oh Gott. Oh, das ist so schade. Der Song klingt, also das ist tatsächlich, glaube ich, der einzige Song, den man auf jeden Fall hoch machen muss. Ansonsten fehlt irgendwie einfach irgendwas. Wiggle, wiggle. Naja. Ist in der Nacht- und Nebel-Aktion kurz zusammen geschustert hier. Aber ich dachte, für den Song, So, jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal hier und dann, da. So. Haha. Ich bin ein Zauberer. So, Freunde, ich zaubere euch jetzt ins Ende so langsam rein. Mit In the End. Aber ein bisschen geht noch was. Und dann machen wir natürlich nachher noch eine Raidung. Gucken mal. Vielleicht. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, nur nochmal zum, warum ich die Tage getauscht habe. Ich glaube nämlich, dass Sonntagabend einfach wenig mit Musik los ist. Gerade so ab 21 Uhr ist halt einfach wenig los. Ich hoffe mir ein bisschen, dass Samstag das Raiden dann ein bisschen einfacher ist. Müssen wir einfach mal gucken. Ja, einfach mal schauen. Aber es passt auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil wir den Sonntag auch die TCG-Clips, dann haben wir auch ein paar mehr. Können ein bisschen länger machen teilweise auch. Müssen wir mal gucken. Können wir so ein bisschen Zeit lassen, weißt du? Weil sonst muss ich immer in diesen 2-Stunden-Slot, bis um 21 Uhr ich eigentlich hinter den Turntables stehen soll, laut Plan. Das ist immer ein bisschen stressig. Das muss ja nicht sein. So, In the End. Okay, habe ich den hier? Habe ich nicht. In the Shadows habe ich natürlich, klar. Aber In the End habe ich vorne. Hoffentlich. Den habe ich doch schon fertig gemacht eigentlich. Genau, ja, ja, ich habe den schon. Oder? Gucken wir mal. Ach, aber ich weiß immer noch nicht, was ich mit... Ich glaube, The Final Countdown kann man eigentlich nur parodieren. Das ist eigentlich der perfekte Song dafür. Oh Mann! So, ich guck noch mal ganz kurz rein hier. Was habe ich denn hier? Stimmführung, Background Vocals, alles klar. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is your valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks, life the way it's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Tried to hold on, didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had too far to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it means to be will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had too far to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you. Pushed as far as I can go. And for all this, there's only one thing you should know. I've put my trust in you. Pushed as far as I can go. And for all this, there's only one thing you should know.
Der Song ist aber auch echt anspruchsvoll. Aber ist auch voll geil, ne? Ich mag das ja total. Diese Rap-Parts mit dem Rockigen dann zusammen, das ist eigentlich eine sehr geile Mischung. Ich glaube, die haben Linkin Park ja bei einigen Songs. Ich glaube, da war das bei NAMP auch so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ja. Mehr Songs kenne ich aktiv von denen gar nicht. Aber mit Sicherheit noch einiges mehr. Und vielleicht kommt da ja noch mal irgendwann was. Also NAMP vermutlich eventuell schon. Naja, gucken wir mal. In the Shadows ist natürlich auch so ein Ding. Geht auch so ein bisschen in die Richtung, ne? Und dann würde ich einfach sagen, was haben wir denn noch? Dann sparen wir uns die anderen auf. Dann mache ich nämlich danach noch, mache ich dann noch So Cold. Dann haben wir jetzt hier so eine schöne, ich habe mittlerweile eine schöne Liste hier. Muss ich einfach mal sagen. So, So Cold. Ein bisschen zur Abkühlung. Ach ja. So, zack. Ups, nee, da wollte ich nicht. Ich wollte es andersrum. So. Mich erst in the Shadows. Knallt wieder ein bisschen. So, bin ich im. Siehst du, ich bin nämlich wieder im falschen Ordner. La 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 la. In the Shadows. No sleep, no sleep until I'm done with finding the answer. Won't stop before I find a cure for this cancer. Sometimes I feel like going down, I'm so disconnected. Somehow I know that I am haunted to be wanted. In the shadows for my time. I've been searching, I've been living for tomorrow's all my life. In the shadows. In the shadows. They say that I must learn to kill before I can feel safe. But I'd rather kill myself than turn into their slave. Sometimes I feel that I should go and play with the thunder. Somehow I just don't wanna stay and wait for a wonder. I've been watching, I've been waiting in the shadows for my time. I've been searching, I've been living for tomorrow's all my life. Lately I've been walking, walking in circles, watching, waiting for something. Feel me, touch me, heal me, come take me higher. I've been watching, I've been waiting in the shadows for my time. I've been searching, I've been living for tomorrow's all my life. I've been watching, I've been waiting, I've been searching, I've been living for tomorrow's, yeah.
shadows. Shadows, I've been waiting. Ui, ui, ui. Boah. Boah, der Song, ey, gerade zum Ende, ne? Der killt aber auch richtig, weil du dich echt lange halten musst, diese unangenehm hohen. I've been waiting. Ja, nur halt eine Oktave höher, ne? Mach das mal. So. Wo ist er denn? Er ist in dem anderen Ordner. Wie immer, es ist immer der andere Ordner. The next song is called Too Cold. You're so cold, keep your hand in mine. Wise men wander while strong men die. Show me how it ends, it's alright. Show me how defenseless you really are. Satisfied and empty. Let's give this another try. And if you find your family, don't you cry. In this land of make-believe, dead and dry. You're so cold, but you feel alive. Lay your hand on me one last time. Show me how it ends, it's alright. Show me how to find solace. You really are satisfied and empty inside. Well, that's alright. Let's get another try. Let's give this another try. Come on. Yeah. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's alright. It's all right. Woo. Thank you. Ach ja, ist das schön. Ah, voraufgezeichneter Applaus, ich liebe ihn. So. Jetzt ist die Stimme aber auch komplett kaputt. Okay, Freunde.
Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Aber erstmal mache ich hier wieder den hier. Puh, sag mal, was ist denn hier los? Was ist denn im FX-Ordner hier? Was ist denn da? Mann, ich wollte doch nur... Ich wollte nur die Konfettikanone zünden und schon macht er wieder irgendwelche Sachen. Und meint hier einfach mal fett, alles kaputt zu machen. Toll. Na gut, apropos alles kaputt machen. I got this feeling, somebody's raiding now. Here we go now on Twitch. Wow. I got this feeling. Where is Twitch? Now. There is Twitch. Twitch. Bock auf Twitch. Heute ist Mittwoch. Oh, theoretisch, ja. Ah, nee, gar nicht. Hä, doch, was? Hä? Was ist denn mit Doso? Ach so, Fitness-Talk-Stream. Oh Gott, nee, danke. Da kann ich drauf verzichten. Oh, guck mal, Lab Lilly ist zum Beispiel gerade live. 100% Last Christmas frei. Das schaffe ich auch. Normalerweise. So, aber ja. Ich habe auf jeden Fall ordentlich dazugelernt. Nicht immer den nicht vorhandenen Druck der nicht vorhandenen Leute da drunter beugen. Ja. Be yourself. Was ist, Alter? FX ist aber komplett tot gerade, ne? Ich habe hier überall, muss ich die jetzt rausnehmen hier, die Effekte. Da ist einfach komplett RIP. So, was ist denn heute Gundam? Was ist denn Gundam? Ich habe keine Ahnung, egal. Lab Lilly macht Musik. Tiny Freak macht Teeny Freak vermutlich, aber Tiny Freak macht Musik. Kenshi macht auch Musik. Oh Gott, da muss ich mich ja gleich entscheiden. Siehste, Mittwoch ist nämlich ein guter Tag. Chippy macht auch Musik. Okay, wir gucken jetzt einfach mal. Wir checken nochmal wieder unsere Tags ab. Da wären zum einen Singen. Show me how many Twitches are singing now. Lucky V, da wird nicht gesungen. Laut und leise. Oh, Karaoke Party. Ich mag Karaoke Party. Von Jason Wall. Oh, da müssen wir mal reingucken. Was haben wir hier? Die Rage Quit Bros zocken Call of Duty? Oder wie wir coolen Kids sagen, Call of Duty? Sag mal, Call of Duty? Ansonsten, was ist hier noch? Mittwoch Feierabendstream. Sindewitchen TV. Ja, gucken wir da nochmal, aber das sieht eher nicht nach Singen aus. Wobei, hier steht Wunschkonzert drin. Und, das waren auch so die neuen. Gucken wir doch da einfach mal rein. Was haben wir denn hier bei Jason Roll? Kenn ich die beiden nicht? Was? Zimtzeit-Burrito. Liegt der in meinem Kühlschrank? Das fände ich gut. Gefällt mir auf jeden Fall. She seems to have an invisible touch, yeah. Ah. She reaches in and grabs right hold of your heart. She seems to have an invisible touch, yeah. It takes control and slowly tears you apart. But she don't like losing. Here it's still a game. Also wir müssen auf jeden Fall mehr von Phil Collins auch machen, ne? Der hat so viel auch für Disney gemacht. Vor allen Dingen, der Typ ist so krass, ne? Der hat eigentlich fast alle Versionen selber gesungen. Also auf jeden Fall auch Deutsch und Englisch, das weiß ich. Da haben wir so viel. Das muss ich mir mal notieren. Fragt sich nur wo. Egal, machen wir gleich. Aber Jason Roll finde ich schon mal cool. Guck mal hier rein. Bei Sindewitchen. Sindewittchen? Cinderella und Schneewittchen, ne? Oh, die Schrift hier unten kenne ich. Das waren noch Zeiten. Okay, aber ich glaube... Oder? Ich sehe keine Wunschliste oder sowas. Gibt's hier irgendwas? Ich guck mal ganz kurz. Wer ist denn das? Sindewittchen. Du bist doch ein Sindewittchen. Ich bin freiberufliche Autorin unter dem Pseudonym Denise Juno. Dennis Juno? Okay. Christmas time! Oh Gott, ich hab echt keinen Bock auf Christmas time. Da kannst du mich echt mitjagen, ne? Das ist einfach zu viel. Leute, ihr habt's einfach übertrieben. Ihr habt's mit Christmas einfach übertrieben.
Insofern, wir gehen zu Jazz and Roll. Da habe ich jetzt Bock drauf. Oh, da ist direkt noch ein Genesis-Ding. Genesis, ach, oh. Nee, warte mal. Ach, Phil Collins nicht bei Genesis? Ich habe da keine Ahnung. Das ist. Ich würde fast sagen vor meiner Zeit, aber da wäre ein bisschen gelogen. Aber ich sag mal vor meiner Zeit, wo ich das Internet. Vor der Zeit des Internets ist quasi vor meiner Zeit. Ja, die finde ich gut. Da gehen wir jetzt rüber. Da machen wir eine Raidung, Freunde. Das heißt für euch, ihr bleibt einfach dran. Switcht gleich automatisch. Das macht Twitch alles für euch. Switcht gleich rüber automatisch auf den anderen Kanal. Dann lassen wir ein bisschen Liebe da. Ich habe hier so eine Chat-Nachricht. Die kann man, wenn man möchte, gerne sich kopieren und dann dort in den Chat reinballern. Es würde mich freuen, wenn wir als Community auftreten und zu Jazz and Roll rüber wandern und einfach mal Hallo sagen. Das würde mich sehr freuen. Seid mit dabei, bleibt einfach dran und wir sehen uns morgen zu Frostpunk. Das wird lustig, da habe ich wieder richtig Bock drauf. Ich habe schon fast überlegt, ob ich heute nochmal eine spontane Runde mache, ne? Aber habe mich dann doch dagegen entschieden. Vor allen Dingen, ihr wisst ja, es dauert einfach ewig, bis ich hier irgendwas mache. Und ich hatte noch so viel zu tun, insofern brauchte ich meine Kapazitäten woanders. Oha, mhm. Gut, ey, da gehen wir jetzt rüber. Let's go! Tschüssikowski, schön, danke fürs Reingeschalten haben. Besonderer Dank geht nochmal an Scorpi. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Also, bis demnächst. Tschüssikowski und lasst mal ein Follow da und ein Like und einen Daumen nach oben und so. Leute, was ist los? Guck mal da unten, die Zahl. Die möchte unbedingt nochmal höher werden. Also, bis dann. Hat ja nur Vorteile für euch. Ich sag nur, Emotes und Punktesystem. Dann könnt ihr mich auch irgendwann mit Sachen beschmeißen. Wenn ihr das möchtet. Und das möchtet ihr, ich weiß es. Gut, wir gehen jetzt rüber. Tschüss.